Hallo liebe Leute, vorhin geht es in den Dreiergipfel zur Landtagswahl in Thüringen mit Björn Höcke, Bodo Ramelow und Mario Vogt. Und zwei Moderatoren, die eigentlich so den typischen Konflikt, die typische Situation in Deutschland darstellen. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Wenn einem Menschen sagen, die Pandemie gibt es gar nicht oder das Coronavirus gibt es gar nicht, wird es halt schwierig, wenn man auf der anderen Seite sagt, dass die Herausforderung, und das waren die Informationen, die uns übermittelt worden, so sind, dass wir mit einer Überlastung unseres Gesundheitssystems rechnen müssen. Die Frage also, wie viele Menschen am Ende medizinisch versorgt werden müssen. Und dann begann es in den ersten Monaten damit, dass Thüringen die niedrigsten Infektionsraten hatten und dann Menschen gesagt haben, es ist ja gar nichts da. Warum leitet ihr so viele Maßnahmen gegen uns ein? Und was gerne vergessen wird, ist, dass damals die AfD selber in all ihren Forderungen, Frau Weidel, Herr Kropala und andere, gefordert haben, dass der Lockdown sofort erfolgen soll. Schütteln Sie nicht den Kopf, Herr Höcke, ich kann Ihnen die Sharepics alle zeigen. Ich kann das ja gleich mal erläutern. Ich kann Ihnen die Sharepics alle zeigen, das wollen Sie heute alles vergessen machen, dass die AfD uns damals sogar noch aufgefordert hat, schneller und härter in die Maßnahmen reinzugehen. Herr Ramelow, es war jetzt aber die Frage, ob Sie vielleicht Ihre Politik zu schlecht erklärt haben. Ich erkläre ja gerade. Okay. Sie haben mich gefragt. Dann machen Sie mal, werden Sie mal ein bisschen konkreter. Was glauben Sie, was dazu geführt hat? Ich war sehr konkret, weil Corona war etwas. Das waren jetzt zwei Punkte. Corona war etwas sehr Konkretes. Und Herr Höcke, die sehr stabilen Werte in den jüngsten Umfragen, wir sehen hier die neueste von der Forschungsgruppe Wahlen heute früh, aber die sind sehr stabil und stimmen mehr oder weniger überein mit denen der letzten Tage. Die AfD hat mit rund 30% Zuspruch wohl ihren derzeit möglichen Höchstwert in Thüringen erreicht. Eine absolute Mehrheit im Landtag scheint absolut ausgeschlossen am 1. September. Auch Sie brauchen also einen Partner, wenn Sie sich an der Landesregierung beteiligen wollen oder sogar Ministerpräsident werden wollen. Diesen Partner gibt es aber nicht, das wissen wir ja alle. Sämtliche anderen Parteien haben wiederholt erklärt, keine Koalition, keine gemeinsame Regierung mit der AfD. Ist Ihr Platz also nicht auch in den nächsten 5 Jahren lieber in der Opposition? Darf ich, bevor ich zur Antwort komme, kurz was zu den Corona-Einlassungen von Herrn Ramelow sagen? Wir wollen über die Zukunft sprechen, wenn Sie das, eine halbe Minute können Sie das sagen, ja. Also es geht wirklich darum, Herr Ramelow, Anfang des Jahres 2020 haben die etablierten Medien Angst erzeugt durch einschlägige Presseberichterstattung. Wir wussten alle nicht, was kommt. Aber bereits im April 2020 legte die Landtagsfraktion der AfD im Thüringer Landtag ein umfassendes Positionspapier vor mit der Kernthese, dass die Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte unverhältnismäßig sind. Und wir haben dieses Thema immer wieder aufgegriffen und wir haben unsere Position durchgehalten. Und heute wissen wir, dass es keine wissenschaftliche Tatsachengrundlage gab, auf der die Regierung der deutschen Länder und des Bundes die Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte exekutiert haben. Was ist Ihre Ansicht dazu, Herr Höcke? Die einzige Partei, die gegenhalten hat, war die AfD. Wir kennen Ihre Gut, komm ich für den. Haben Sie das dazu gesagt? Alles klar. Das ist jetzt Ihre Meinung. Genau, gut. Andere Leute sehen es anders, dass es doch eine wissenschaftliche Grundlage gab. Ist ja noch das so. Wir haben jetzt gerade uns ausgetauscht, da haben wir die Position, denke ich, abgeklärt. Nochmal, die Kartellparteien reden immer gern vor der Brandmauer. Meine feste Überzeugung ist, dass es in einer Demokratie keine Brandmauern geben darf. Wer über Brandmauern redet und Brandmauern durchsetzt, hat das Wesen der Demokratie nicht verstanden, dass jede Stimme gleich zählt. Und dass nach den Landtagswahlen der Wille des Volkes, repräsentiert durch die Partei bzw. dann die Fraktion, auch im Parlament vertreten wird und wahrgenommen wird. Ich habe jetzt 5 Jahre eine Legislatur hinter mir, die gekennzeichnet war durch die völlige Blockade von Anträgen der AfD im Plenum. Kein Antrag von uns wurde in die Ausschüsse überwiesen. Der Transmissionsriemen, das Parlament als Transmissionsriemen des Volkswillens ist in Thüringen blockiert. Und das geht so nicht weiter. Die Demokratie wird blockiert durch das Verhalten der Kartellparteienpolitiker. Nochmal, man kann das Wertefundament der parlamentarischen Demokratie dadurch erodieren, dass man nur noch mit dem Rechenschieber versucht, mathematische Mehrheiten zu organisieren. Das kann man machen. Das bedeutet aber letztlich, dass Konkurrenzgeschäft der Parteien im Parlamentarismus auszuhebeln. Es geht darum, dass man sich mit seinen Positionen durchsetzt. Es geht darum, dass man mit seinen Positionen ins Gespräch kommt. Und es geht nicht darum, nur mathematische Mehrheiten zu organisieren, um eine Kraft, die immer stärker wird und mit Abstand seit Jahren die stärkste Kraft in Thüringen ist, auf Dauer fernzuhalten. Das geht nicht, das ist undemokratisch.
Ich habe 5 Jahre eine Minderheitsregierung geführt und was Herr Höcke jetzt eben einfach weggelassen hat, ist die Kemmerich-Wahl, in der die AfD einen Kandidaten aufgestellt hat, Herrn Kindervater, und hat ihn nicht gewählt. Hat dann Herrn Kemmerich gewählt und Herr Möller hat öffentlich in jede Kamera gesagt, man hat Herrn Kemmerich eine Falle gebaut, man hat eine Leimrute hingelegt, man hat Herrn Kemmerich auf die Bühne gelockt und wer so mit den Verfassungsregeln unseres Staates umgeht, bei dem kann ich nur sagen, der sollte nicht in die Nähe der Macht kommen. Herr Höcke, die Aussicht, dass Sie Regierungsmacht in Thüringen bekommen, macht vielen von den 70%, die die AfD nicht wählen wollen, Angst. Sie wollen ja nicht nur eine grundlegend andere Politik, was natürlich völlig legitim ist, sondern eine grundlegend andere Gesellschaft mit grundlegend anderen Werten. Sie formulieren das, was Sie als Regierender tun würden, außerhalb des Wahlkampfs zum Beispiel so. Und jetzt kann ich Ihnen das Zitat nicht ersparen, Sie kennen es. Ich bin sicher, dass am Ende noch genug Angehörige unseres Volkes vorhanden sein werden, mit denen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen können. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Muss dann nicht jeder, der ihre politischen Werte nicht teilt, es wirklich mit der Angst zu tun bekommen, wenn Sie im Land das Sagen haben? Also erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass eine nach parlamentarischen Regeln abgelaufene Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar 2020 von der CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel rückgängig gemacht worden ist. Das war der Tabubruch. Das war der Tabubruch. Faktencheck. Merkel hat gesagt, es müsse Ich bin Mario Vogt und ich sage Ihnen eins. Sie können noch so sehr über andere reden. Reden Sie doch mal über Ihre eigenen Konzepte und auch über Remigration, was Sie wollen. Darum geht es doch. Sehr geehrter Kollege Vogt, Sie waren als glatter CDU-Funktionär immer im Fahrwasser von Angela Merkel unterwegs. Wir haben den Merkelismus, der Deutschland schweren Schaden zugefügt hat, mit Liebe selber durchexerziert und haben sich niemals emanzipiert von dieser Frau. Hören Sie bitte auf. Nochmal, der Tabubruch war die rückgängig Machung dieser Ministerpräsidentenwahl und vom Merkel ist dafür auch vom Bundesverfassungsgericht entsprechend eingeordnet worden. Ich erinnere an das, an den Urteil. Das Verhalten der Kanzlerin ist ja die eine Sache. Ja, die andere Sache ist aber der Fakt, dass Frau Merkel nicht die Wahl rückgängig gemacht hat, sondern der Thüringer Landtag. Der Thüringer Landtag auf Druck aus Berlin, auf gehörigen. Hier sind vor dem Thüringer Landtag sind rote Horden aufmarschiert. Die Antifa ist aufmarschiert und hat uns unter Druck gesetzt. Die Polizei hat uns damals empfohlen, den Kellereingang oder Kellerausgang zu benutzen, weil die roten Horden, die staatlich finanzierte Antifa, auf die Legislative Druck ausgeübt hat. Ja, Herr Höcke, wo ist das? Jetzt gehen Sie bitte auf meine Frage ein. Ja, also wir reden. Wir haben es jetzt verstanden und jetzt würde ich Sie die Frage zu beantworten. Wo ist der Verfassungsfeind? Meine Frage. Wo ist der Verfassungsfeind? Und wo habe ich mich jemals verfassungsfeindlich geäußert? Nochmal. Sie haben gerade ein Zitat aus einem Buch veröffentlicht oder zitiert, das 2018 geschrieben worden ist. Bücher schreibt man anders, als politische Reden zu halten. Ist klar. Das ist schon klar. Ja. Aber trotzdem noch, steht man darf ja ich, zu darf dem, ich jetzt mal, in einem Buch. Also jetzt fängt das schon, sehr geehrte Moderatoren, jetzt fängt das ja schon wieder gut an. Und jetzt bitte neutrale Moderation, da lege ich wirklich Wert drauf. Ja, wirklich. Und ich glaube, die Leute auch. Ja? Nochmal. Die Multikulturalisierungspolitik, die von den Kartellparteien betrieben wird und die man hier in Suhl in ihren Folgen studieren kann, ist verfassungswidrig. Das deutsche Volk ist qua Grundgesetz der Souverän in diesem Land. Und wer diesen Souverän zerstört, ist der Verfassungsfeind. Nicht die Kraft, die dieses Volk erhalten will. Und ja, wir stehen zum deutschen Volk. Was denn sonst? Und wir wollen es erhalten. Jetzt reden Sie von politischen Inhalten. Das Zitat, was ich zitiert habe, bezog sich nicht auf Inhalte, sondern auf die Methode einer Machtübernahme. Was für eine Methode lesen Sie denn aus der Bestandsaufnahme? Wir wissen ja, welche ganzen Sachen die Deutschen in ihrer Geschichte gemacht haben, wenn die Zeit gekommen ist. Also jetzt sind Sie aber sehr stark am Interpretieren.
interpretieren. Jetzt versuchen Sie aber sehr auf sehr subjektive Art und Weise hier Dinge aus dem Zusammenhang zu ziehen. Nochmal, dieses Zitat, das Sie jetzt gerade erwähnt haben, bezieht sich darauf, dass Deutschland mittlerweile nach der Grenzöffnung von 2015 durch Angela Merkel 10 Millionen Einwanderer seit 2015 in gefährlichem Maße überfremdet ist. Punkt. Die innere Sicherheit zerfällt. Herr Höcke, das schauen Sie sich doch mal so an. Die Sozialsysteme werden geplündert. Das ist richtig, dass Sie diese Meinung haben, aber dieses Zitat bezog sich nicht darauf. Dieses Zitat doch, bezog genau sich auf das. Ihre politische Methode. Ja, ich möchte das Zitat belegt, dass die AfD im Allgemeinen und ich im Besonderen Ja zum Erhalt des deutschen Volkes als Staatsvolk der Bundesrepublik Deutschland sagen. Was denn sonst? Nein. Was denn sonst? Das ist nicht richtig. Ist meine. Sie wissen, was ich meine. Sie wollen mir also hinter die Stirn gucken. Sie wissen besser, was ich meine, als ich. Nein, ich will nur fest, dass Sie nicht auf das eingehen, was ich da zitiert habe. Herr Höcke, nur mal ganz, also wir wollen wirklich eine neutrale Moderation, aber können Sie dann einfach die Frage beantworten, ob Sie nachvollziehen können, dass solche Aussagen, die zitiert wurden, manchem Angst machen und manche tatsächlich darüber nachdenken, aus Thüringen wegzuziehen? Ich kenne ganz viele Leute. Wir haben jetzt einen Satz zitiert aus einem Buch, das 300 Seiten hat, mit Verlaub. Das ist ja diese typische Masse der Journalisten. So geht es nicht. Das ist nicht fair. Ja? Ich habe gerade versucht, dieses Zitat zu erklären. Nochmal. Es geht darum, dass wir als Politik die Aufgabe haben, das Staatsvolk zu halten. Übrigens auch die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts aus seinem Beschluss aus dem Jahre 1987. Die Identität des deutschen Staatsvolkes ist zu halten. Die Kartellparteien machen das Gegenteil. Ja, sie schaffen Deutschland ab. Bevor wir jetzt da müssen wir noch einen Faktencheck machen, wie das deutsche Staatsvolk. 1987, Faktencheck, Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 1987. Herr Vogt. Also wenn ich nur kurz was sagen darf, wir wollen Herrn Höcke doch jetzt hier nicht in so eine Opferrolle bringen. Das ist so gern seine Funktion, wo er dann immer weint. Find ich ehrlicherweise nicht angemessen. Und Herr Höcke, ich meine, Ihre Rede ist doch allseits bekannt, die Sie in Gera gehalten haben, wo Sie gesagt haben, dass 20-30% des deutschen Volkes, auf das man die verzichten kann. Ich habe bezog sich auf die demografische Entwicklung. Sie ausreden lassen, jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Sie haben sich hingestellt und haben gesagt, hier sind Leute, die hier nicht hergehören. Das haben Sie gesagt. Die nicht hierher gehören. Und damit meinten Sie auch Leute mit deutschem Pass. Und jetzt zähle ich mal durch. Bei 25%, auf die wir verzichten können, 1, 2, 3, 4 raus. Das ist Ihr Konzept, was Sie eigentlich fahren wollen. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist nicht das, was wir in Thüringen wollen. Das ist ganz klar, Herr Höcke. Das ist eindeutig. Herr Vogt, ich möchte das jetzt gerne korrigieren. Nein. Ich bezog mich auf die demografische Niedergangsentwicklung, die von den Kartellparteien leider zu verantworten ist. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten in Thüringen tatsächlich 20-25% weniger Menschen haben. Aber das ist nicht die Schuld der AfD, sondern der, die dieses Land seit Jahrzehnten regieren. Ich hoffe, dass am 1. September, schauen Sie, die jetzt hier so lautstark Herrn Höcke unterstützen, den möchte ich einfach mal sagen, schauen Sie einfach mal in die Verfassung. Wenn es nämlich nicht gelingt, dass der die demokratische Mehrheit zusammenbringt, dann werde ich noch sehr lange Ihr Ministerpräsident sein, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Es ist so schwierig, wenn Sie einfach die Verfassung ignorieren, wenn Ihnen die Verfassung egal ist, weil Ihnen Herr Höcke einredet, dass die Welt ein Jahrmarkt ist. Die Verfassung ist eindeutig. Und wenn Sie mich fragen, wie lange werde ich regieren, mein Credo heißt, am 1. September haben Sie das Wort. Und derjenige, der im demokratischen Spektrum die meisten Stimmen hat, der möge die Gespräche mit den anderen demokratischen Parteien beginnen, damit daraus eine Mehrheitsregierung wird. Und ich bitte darum, dass klar ist, es darf keine Minderheitsregierung entstehen. Herr Höcke, ein anderes Phänomen gibt es ja bei Ihnen. Bei einer Direktwahl hätten Sie 16% für sich. Die AfD steht momentan bei 30. Wie erklären Sie sich die Diskrepanz? Herr Ramelow, nur zur Thüringer Verfassung. Sie können sofort zurücktreten, heute noch. Heute noch. Da möchte ich jetzt darauf antworten. Herr, sehr geehrter Herr Höcke, Sie scheinen die Verfassung nie verstanden zu haben. Denn, sehr geehrter Herr Höcke, ich will es Ihnen jetzt erklären. Will ich es Ihnen wirklich erklären und dem Publikum auch. Ich könnte Ihnen jetzt den Gefallen tun und sofort zurücktreten. Genau. Ja, dann bin ich geschäftsführend im Amt. Ja. Das haben Sie doch mit Herrn Kemmerich gemacht. Sie waren das doch. Sie haben ihn doch auf die Bühne gelockt. Deswegen habe ich vorhin korrekt Herrn Möller zitiert. Und dann haben Sie abgelenkt und von Frau Merkel geredet, weil Sie über das, was Ihr eigener Sprecher und Ihr eigener Vertreter gesagt hat, nicht reden wollen. Und ich habe Angst vor Menschen,
die andere verfassungsmäßig auf die Bühne locken, eine Leimrute hinlegen und dann ein Verfassungsorgan mit einem Trick wählen. Also wenn ich Ihnen jetzt den Gefallen täte, dann wäre ich weiterhin Geschäftsführer im Amt. Lassen Sie mich dienstunfähig schreiben vom Amt. Verzeihen Sie, Sie haben auch weg von... Das sind Sie nicht. Das sind Sie. Das Schlimme, Sie ist, so das Schlimme ist wirklich, dass Herr Höcke... Sie haben so einen Schaden angerichtet, dass Sie überhaupt noch hier stehen, ist wirklich schon eine Zumutung für viele Menschen. Das stimmt, das geht mir mit Ihnen genauso. Ja. Herr Höcke... Aber ich komme zu Ihrer Frage. Genau, ja? Also, es ist eine Diskrepanz feststellbar, ja. Und da muss ich leider jetzt mal die Journalisten oder den Journalismus in Deutschland und in Thüringen anzählen. Man hat mich, einen vierfachen Familienvater, einen Mann, der 15 Jahre Lehrer war, davon viele Jahre Vertrauenslehrer, der immer dann gerufen wurde, wenn es Konflikte gab, wenn es darum ging, Menschen zusammenzuführen. Man hat mich, weil ich Klartext rede, weil ich die heißen Eisen angefasst habe, ja, weil ich auch die Tabus, über die hier in diesem Land niemand reden will, aber über die wir reden müssen, offen aufgegriffen habe, zum Teufel der Nation gemacht. Und das erklärt die Diskrepanz in den Werten. Das ist leider so. Ich bin viel unterwegs. Ich bin viel unterwegs, gerade jetzt im Rahmen von Familienfesten, vor mir stehen 500 Leute, 1000 Leute, die sind begeistert. Wer mich einmal kennengelernt hat, wer einmal meine Reden erlebt hat, der weiß, dass ich es ehrlich meine, dass ich ein ehrliches Herz für Thüringen habe und für Deutschland habe. Nehmen wir mal fiktiv an, das stimmt, was Sie sagen, dann erklären sich aber nicht, dass die von Ihnen geführte und Ihnen ergebene Partei dann das Doppelte bekommt. Das wäre doch unlogisch. Also allein schon wieder dieses Wort ergebene Partei. Damit suggerieren Sie doch dem unbedarften Zuhörer, hier wird irgendwie eine Partei geführt, jenseits demokratischer Regeln. Mein Landesverband hat als einziger Landesverband der etablierten Parteien hier in Thüringen bis heute Mitgliederparteitage. Die anderen sind alle schon auf Delegiertenparteitage umgestiegen. Wir sind eine Partei, die eine extrem flache Deswegen Hierarchie hat. Deswegen haben Sie dann die Aufstellung der Wahlkreiskandidaten in Saalfeld-Rudolfstadt und Wahlkreis rückgängig das gemacht. Das ist ein formaler Fehler gewesen, mit Verlaub. Ein formaler Fehler gewesen. Ja? Nochmal, ich habe es doch gerade erklärt. Ja? Die Journalisten haben mich zum Teufel der Nation gemacht. Und ich muss jetzt daran arbeiten, dieses Bild zu korrigieren, weil ich das nicht bin. Und ich habe Ihnen auch erklärt, wie das gekommen ist. Ja. Und ich werde auch weiterhin die heißen Themen anfassen. Ich werde auch weiterhin für die Meinungsfreiheit eintreten. Es ist unerträglich. Das Meinungsklima in Deutschland ist unerträglich. 75% der Deutschen trauen sich nicht mehr, ihre öffentliche Meinung auf dem Marktplatz offen auszusprechen. Das geht so nicht. Das geht nicht. Nach der Wende war es genau umgedreht. Da haben sich 75% der Menschen... Hier ist ein ganzer Saal, der seine Meinung öffentlich bekundet. Und auch wir lassen ja den Meinungspluralismus in allen Facetten zu. Zum Letzten im Bunde, Herr Vogt, Sie kämen auf 10% bei einer Direktwahl. Wenn man in Thüringen unterwegs ist, hört man immer wieder, dass Sie recht unbekannt sind. Glauben Sie, Sie könnten noch eine größere Prozentrakete, wenn ich es mal so nennen will, zünden, wenn Sie bekannter wären? Ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass das Land vernünftig geführt wird. In der Umfrage, die heute rausgekommen ist... Bei 23%. Ja, sind es bei 23%, genau. Ja. So. Und wenn ich mir anschaue, die Direktwahl zwischen Herrn Ramelow und mir wäre ein paar 40 zu Ende 20% und zwischen Herrn Höcke und mir paar 60 zu 19. Und das zeigt doch im Kern, dass wir schon auch eine Entwicklung haben. Aber Verzeihung, ich meine... Es geht doch nicht immer um Einzelpersonen. Es geht um die Frage, kann ein Land vernünftig geführt werden? So, und für mich ist entscheidend, dass wir wieder mit einer Regierung in einen Staat gehen, die eine Mehrheit hat, die tatsächlich auch Entscheidungen treffen kann, die nach vorne geht und die am Ende nicht über Personenkult funktioniert, sondern darüber, dass wir sachgerechte Entscheidungen für Thüringen treffen. Und die traue ich mir schon deutlich zu, weil ich mich, Verzeihung, nicht in solchen Klein-Klein wie Herrn Höcke und solchen Mimimi ergehe. Und ich sage Ihnen das in aller Offenheit. Nein, das lasse ich auch nicht zu, selbst wenn Sie großer Fan von Herrn Höcke sind. Sie müssen doch selber eingestehen, dass zwei Direktkandidaten im Landkreis Wartburg, im Wartburgkreis, nicht aufgestellt worden sind, weil Herr Höcke die Unterschrift verweigert hat, weil ihm die Leute nicht in Kram gepasst haben. Weil Herr Höcke aus dem Eichsfeld nach Greiz gegangen ist als Wahlkreisflüchtling. Das ist eine Lüge. Das sind doch alles Punkte. Das ist eine Lüge. Kandidieren zwei Leute im Wartburgkreis? Entschuldigung, Sie haben gerade gesagt, ich hätte eine Unterschrift verweigert. Das ist nicht der Fall. Das ist eine Lüge. Hat Herr Möller es verweigert oder was? Also, hör mal, wollen wir jetzt wirklich hier über die Formfehler in einer Wahlkreisaufstellung reden? Fakt ich glaube nicht, dass die Leute im Wartburgkreis in zwei der drei Wahlkreise keine AfD-Kandidaten durch antreten, weil die Landespartei dieses nicht so anerkannt einen Formfehler gab, den sogar das Landgericht anerkannt hat. Die beiden haben geklagt, haben Recht bekommen
und der Landesverband der AfD hat die eingereichten Unterlagen nicht an den Landeswahlleiter weitergeleitet. Das ist doch falsch, Herr Ramelow. Die höhere Instanz hat uns Recht gegeben. Also Sie verkürzen die Geschichte doch völlig. Was? Herr Höcke, welchen Energiemix sehen Sie in Zukunft für Thüringen? Ich möchte erst mal den Kollegen Vogt daran erinnern, dass die CDU war, die 2011 den beschleunigten Kernenergieausstieg beschlossen hat. Die CDU war es. Unter Angela Merkel, ich habe damals von Ihnen nichts gehört an Kritik an dem Ausstieg aus der Kernenergie. Können Sie einfach Lassen Sie mich bitte mal einfach ausreden. Es sind die Kartellparteien, die die Energiewende als größtes planwirtschaftliches Projekt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland aufgesetzt haben. Sie haben gerade gesagt, Energiepolitik oder Energietechnik sollte nicht von Politikern gemacht werden, bestimmt werden, sondern von Ingenieuren. Gebe ich Ihnen völlig recht. Nur Sie, die CDU und die anderen Kartellparteien haben genau das gemacht. Sie haben ein funktionierendes Energieversorgungssystem, das sicher, sauber und günstige Energie geliefert hat. Ohne Not zerstört, ein neues aufgebaut, mit dem Windrad, mit dem Postulat, das Windrad ist das Rückgrat der Energiewende. Aus vielen, vielen Gesprächen mit CDU-Politikern hat man das herausgehört. Das Windrad ist das Rückgrat der Energiewende. Eine Energieerzeugung, die weder grundlastfähig ist, noch spitzenlastfähig ist. Und was macht denn das Stahlwerk, wenn der Wind mal nicht weht? Was passiert dann mit der Stahlschmelze? Meine Frage dazu nochmal. Also Herr Vogt hat es gerade, ich habe leider keine Uhr an. Ich trage seit 30 Jahren keine Uhr. Herr Vogt hat 5 Minuten geredet. Jetzt lassen Sie mich bitte auch mal ausreden. Ja, bitte. Herr Vogt, bei Ihnen habe ich wirklich das Gefühl, und Sie machen das bewusst mit Ihren Phrasen, dass Sie auf das Kurzzeitgedächtnis der Menschen setzen. Die CDU ist dafür verantwortlich, dass die Energiepreise explodieren. Die Energiewende ist Ihr Baby. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist durch den Kernausstieg unter Merkel grundgelegt worden. Das waren Sie und Ihre CDU. Das vergessen die Menschen noch nicht. Jetzt bieten Sie sich als Bock wieder als Gärtner an. Das geht so nicht. Diese Heuchelei ertragen die Menschen nicht mehr. Also die CDU ist der größte Problembär in der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind die dienstälteste Regierungspartei in den Ländern und im Bund. Und Sie haben den Zustand Deutschlands auch im Bereich der Energiepolitik zu verantworten. Energiepolitik bedeutet, auf ein ausdifferenziertes System zurückgreifen. Ja, dann erklären Sie es jetzt mal. Also ich lasse Sie gerne reden, wenn naja, Sie ich muss doch aber auch mal das Konzept darlegen. Ja, sehr gerne. So viel Differenzierung wie möglich. So wenig politische Einflussnahme wie möglich. Der Markt muss das regeln. Der Markt muss das regeln. Die AfD lehnt Windenergieerzeugung grundsätzlich ab. Nicht nur im Wald, sondern komplett. Es ist die dümmste Art der Energieerzeugung. Das ist aber nur wieder ein Widerspruch. Wenn Sie sagen, einerseits muss der Markt entscheiden und die Windkraft ist rentabel. Das Windrad, wenn es nicht subventioniert wird, ist nicht rentabel. Es gibt Windräder, die produzieren, wenn man ihre Gesamtleistung summiert, und das, was an CO2 aufgewendet werden musste, um sie aufzubauen, um sie abzubauen, etc., haben wir ein Negativsaldo. Das nur mal en passant. Aber nochmal, Differenzierung bedeutet, erstens, ja zu Kernenergie, ohne Wenn und Aber. Zweitens, ja zum Gas. Wir brauchen das Gas und wir müssen die Energiepartnerschaft mit Russland erneuern. Die Nord Stream Pipelines müssen repariert werden. Ganz wichtiger Punkt. Über alles andere kann man reden. Ja, man kann über Solaranlagen reden, wenn sie in Gebieten aufgestellt werden, wo sie nicht weiter stören und wo sie auch eine entsprechende Sonnenanstrahlung haben. Aber das muss grundsätzlich der Markt regeln. Deswegen Schluss mit dem planwirtschaftlichen Projekt Energiewende. Wir müssen uns an den anderen Ländern orientieren, die den Sonderweg Deutschlands nicht mitgehen. Deutschland ist ja auf einem Sonderweg unterwegs, der dazu führt, dass unser Land deindustrialisiert wird. Da macht die AfD nicht mit. Machen wir nicht mit. Wir machen auch diesen ganzen Klimawahn nicht mit. Während wir hier CO2 einsparen mit Windrädern, die unsere Landschaft zerstören und Mensch und Tier in den Wahnsinn treiben, produzieren die Inder und die Chinesen jetzt gerade in den nächsten Jahren mehrere hundert neue Kohlekraftwerke. Allein China und Indien produziert in den nächsten Jahren jährlich so viel CO2 mehr, wie wir Deutschen
gesamtproduzieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Diese ganze CO2-Hysterie muss beendet werden. Wir müssen wieder auf dem Boden von Rationalität, von gesundem Menschenverstand fußen. Und da muss Energie gemacht werden. Und nicht durch Ideologen, wie das leider auch die CDU. Herr Höcke, darf ich mal ganz kurz da reinfragen? Herr Höcke, eine Sache würde mich schon interessieren. Wenn wir jetzt die Politik außen vor lassen bei der Energie und Sie sagen, der Markt reguliert, dann würden also Unternehmer Atomkraftwerke bauen, oder wie ist das dann nochmal in unserer Welt? Das Zerstören eines funktionierenden Energieversorgungssystems war politisch gewollt. Dass jetzt gerade unsere letzten Atomkraftwerke gesprengt werden, die Kühltürme, ist politisch gewollt. Die haben wir noch Strom geliefert, sicher, sauber Strom geliefert. Man hat sie einfach zerstört. Nochmal, wir müssen technologieoffen sein, selbstverständlich. Wir müssen so differenziert wie möglich unsere Energie beschaffen, selbstverständlich. Wir müssen unsere Energiepartnerschaft zu Russland erneuern, selbstverständlich. Es geht nicht ohne. Und ja, wir müssen auch für eine Übergangszeit zumindest stellenweise Kohle verfeuern. Das macht mir auch nicht unbedingt Spaß, ist aber notwendig. Wir können es nicht riskieren, unser Land zu deindustrialisieren. Die anderen Länder ziehen an uns vorbei. Mit Maß und Mitte in die Energiepolitik. Dafür steht die AfD. Herr Vogt, Sie wollten noch was ergänzen. Und Herr Höcke, bis zu der Zeit, wenn Russland wieder friedlich wird und die Atomkraftwerke wieder aufgebaut sind, sind ja noch ein paar Jahre hin wahrscheinlich. Was machen wir dann mit unserer Energieversorgung? Also ich möchte noch mal ohne Windkraft noch mal, und anderes. Es muss so schnell wie möglich wieder Gas aus Russland geliefert werden. So schnell wie möglich. Und deswegen bin ich der Meinung, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet werden muss. Und ich bin Viktor Orban dankbar, dass er nach Moskau gefahren ist, dass er nach Peking gefahren ist, nach Washington gefahren ist, um das zu tun, was die Staatsmänner des Westens nicht mehr gewillt sind zu tun, nämlich mal Gespräche zu führen. Dieser Krieg muss sofort beendet werden. Nochmal, man kann es ja gar nicht oft genug sagen. Windkraft ist nicht grundlastfähig. Jetzt sagen Sie mir doch mal bitte, wo wir den Strom speichern sollen, der durch Windkrafträder produziert wird. Wo soll der gespeichert werden? Ich kenne keinen Speicher. Es gibt keinen Speicher für die Windenergie, die ja produziert wird. Wir exportieren in Größenordnung, wenn wir eine Überkapazität haben, durch Windräder erzeugte Energie ins Ausland und bezahlen Milliarden dafür, dass das Ausland unseren überschüssigen Windstrom abnimmt. Und wenn wir keinen Windstrom haben, dann reexportieren wir aus Österreich beispielsweise, weil die mit unserem Windstrom beispielsweise ihre Pumpspeicherwerke hochgepumpt haben, dann importieren wir aus dem Ausland zum doppelten Preis, als wir geliefert haben, den Strom zurück. Dieser Energiewende-Wahnsinn muss beendet werden. Das hat nichts mit rationaler Politik zu tun. Nochmal, wo speichern wir die volatile Energie? Es gibt keine Speicher. Wenn es Speicher gäbe, dann könnten wir über alles reden. Aber solange es keine Speicher gibt, brauchen wir über Windenergie überhaupt gar nicht zu reden. Das ist Mittelalter. Mittelalter. Und wir wollen nicht zurück zum Mittelalter. Herr Höcke, machen Sie die Bildung auch zur Chefsache? Die Bildung liegt mir natürlich besonders am Herzen. Ich war 15 Jahre Lehrer und habe den Verfall des Bildungssystems auch am eigenen Leib erlebt. Ich habe es dann bei meinen Kindern nochmal erleben müssen, die ja auch schulpflichtig waren in Thüringen. Mittlerweile ist nur noch einer schulpflichtig, die anderen sind mittlerweile aus der Schule draußen. Und ja, man muss unterscheiden zwischen den kurzfristigen Maßnahmen und den langfristigen Maßnahmen. Zunächst muss man aber feststellen, dass der Lehrerbedarf eigentlich sehr gut planbar ist. Die Kinder, die heute geboren werden, gehen in 6 Jahren in die Schule. Eigentlich keine Herausforderung für eine Politik, die nicht nur in Legislaturen denkt, sondern auch in Generationen denkt. Aber daran sind auch die Kartellparteien leider immer wieder gescheitert. Die CDU übrigens auch. Ja, unter Rot-Rot-Grün ist es noch schlimmer geworden, aber die Baustelle Bildung war schon unter der Lieberknecht-Regierung sehr, sehr offen. Das vielleicht dazu. Kurzfristige Maßnahmen. Wir müssen schauen, dass die Bewerbungsverfahren schneller werden. Da muss Thüringen besser werden. Da sind wir viel zu langsam. Wir müssen schauen, dass wir Kinder, dass wir Jugendliche aus Thüringen, dass wir Abiturienten aus Thüringen, die schon hier verwurzelt sind, mit einem Landesstipendium, mit einer Landeskinderquote, ähnlich wie wir das auch für den Medizinerbereich vorgeschlagen haben, zur Aufnahme eines Lehrerstudiums animieren und denen das dann auch finanzieren. Natürlich mit der Versicherung, dass dann die fertigen Lehrer auch ihren Dienst im Freistaat Thüringen tun. Wir wollen weiterhin die Professionalisierung der Lehrerausbildung. Wir möchten eine pädagogische Hochschule in Thüringen gründen, wo die Ausbildung der Lehrer für den Grundschulbereich, den Regelschulbereich und auch die Fortbildung beispielsweise von Seiteneinsteigern professionalisiert zusammengefasst wird. Wir denken auch darüber nach, dass Horterzieher, die schon einschlägig ausgebildet sind, eine Zusatzqualifikation machen können, um zumindest ein, zwei Fächer im Grundschulbereich abdecken zu können. Es gibt also viele Maßnahmen, mit denen man relativ schnell, also 2, 3, 4, 5 Jahre, relativ schnell zaubern
kann man nicht Lehrer in die Schulen bekommen. Das große Problem, das ich aber als Lehrer sehe, ist, dass viele Studenten um den Lehrerberuf ganz bewusst einen Bogen machen, weil die etablierte Politik unsere Schulen zur Reparaturanstalt unserer Gesellschaft gemacht hat. Der Lehrerberuf ist extrem fordernd. Extrem fordernd. Wir haben eine sehr hohe Depressionsrate im Kollegium, beziehungsweise Erkrankte an Depressionen Erkrankte. Wir haben sehr viele Langzeiterkrankte, weil die psychische Belastung enorm ist, durch die vielfältigen Anforderungen des Berufsalltags. Integration von ausländischen Kindern, die kaum oder schlecht Deutsch sprechen. Inklusionsproblematik, flächendeckende Inklusion geht nicht. Wir müssen das Förderschulsystem erhalten, auch um die Regelschule zu entlasten. Erziehungsaufgaben. Immer weniger Familien funktionieren gut. Das gemeinschaftsorientierte Wertefundament erodiert in unserer Gesellschaft. Aber wenn es kein gemeinsames Wertefundament gibt, das gemeinschaftsorientiert ist, wenn es keine gemeinsame Sprache gibt, die in Schule gesprochen wird, scheitert der Lehrer an der Vermittlung von Bildung. Aber das heißt, lassen Sie mich gerade noch, Herr Vogt darf immer so lange reden und bei mir fallen Sie immer ins Wort. Das geht nicht, mit Verlaub, es geht nicht. Nochmal, wir müssen die Berufszufriedenheit der Lehrer steigern, dadurch, dass sich der Lehrer wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren kann, dass sie ihm auch einen zufriedenen Berufsalltag beschert. Und das Kerngeschäft des Lehrers ist der Unterricht. Wir müssen entbürokratisieren, wir müssen ihn befreien von Erziehungsaufgaben, von Integrationsaufgaben und von Inklusionsaufgaben. Und dann ist der Lehrer auch wieder zufrieden, dann wird ist der Lehrerberuf auch wieder ein Berufsbild, das viele Studenten anstreben. Sie sagten, es braucht eine einheitliche Sprache an den Schulen. Ist die Unterrichtssprache nicht überall an den Schulen Deutsch? Nein, leider nicht. Es tut mir leid, dass Sie diese Frage stellen müssen. Ich weiß nicht, ob Sie den Schulalltag nicht kennen. Wir hatten zwar bis 2015 in Thüringen nicht das Problem, was wir in den westdeutschen Ländern hatten, wo es mittlerweile Klassen gibt, wo es nur noch ein deutsches Kind oder gar kein deutsches Kind mehr gibt. Fragen Sie mal die Kollegen, die in den Schulen, in den Hauptschulen, in den Realschulen des Westens unterrichten. Ja, da gibt es Klassen, wo kein Deutsch mehr gesprochen wird. Ich habe solche Klassen erlebt und ich möchte diese Zustände nicht in Thüringen. Mittlerweile haben wir sie schon stellenweise in Thüringen. Und das darf nicht zugelassen werden. Deswegen kann es kein Weiter so geben, auch was die Einwanderungspolitik angeht. Und deswegen sagen wir als AfD, Kinder, die kein Deutsch sprechen, müssen in Vorschulklassen so lange unterrichtet werden, bis sie in der Lage sind, dem Unterricht zu folgen, damit sie den Unterricht nicht belasten. Es geht nicht anders. Erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass die Altparteien seit 2015 10 Millionen Menschen ins Land gelassen haben. Mit der Ansage, das wären die Fachkräfte, die wir brauchen, um unseren Fachkräftemangel zu lösen. Warum haben wir noch einen Fachkräftemangel? Erklären Sie es mir? Ich verstehe es nicht. Anscheinend ist die Politik der letzten 10 Jahre völlig in die falsche Richtung gelaufen. Fakt ist, man hat Millionen Menschen ins Sozialversicherungssystem einwandern lassen. Danke CDU, danke Linke, danke Altparteien. Was man nicht getan hat in dieser Zeit, dafür zu sorgen, dass wir eine demografische Wende einleiten. Man hat lieber Geld in illegale Einwanderung investiert, 50 Milliarden Euro jedes Jahr, anstatt das Geld in die jungen Familien zu investieren, damit wir unsere Fachkräfte in Zukunft wieder selber machen. Das zum Grundsätzlichen, weil es immer wieder wichtig ist, auf das Versagen der Altparteien der Vergangenheit hinzuweisen, die sich heute wieder anbieten als Problemlöser, obwohl sie die Probleme halt aufgetürmt haben. Eine Nachfrage noch, Herr Höcke, Sie hatten das jetzt zum zweiten Mal erwähnt, dass Sie gerne das Geld eben in Familien investieren wollen und damit das Kinderkriegen anregen wollen, wenn wir es mal so ein bisschen platt sagen. Ist also Ihr Ansinnen eine 3-, 4-, 5-Kind-Politik und glauben Sie, dass tatsächlich mehr Kinder geboren werden, wenn man das Kindergeld erhöht oder wie auch immer Sie sich das dann vorstellen? Also ich glaube, die Politik muss da auch wieder Vorbild sein. Ich bin selbst Vater von 4 Kindern und ich versichere Ihnen, ich weiß nicht, ob Sie Vater sind, ich versichere Ihnen, dass das Kinder, das Leben weiterzugeben, Kinder großzuziehen, zu bilden, auf dem Weg ins Erwachsenenleben zu begleiten, dass das die schönste Sache der Welt ist. Und dass eine Gesellschaft, die kinderlos ist und eine Gesellschaft und ein Land, in dem in den Straßen, auf den Spielplätzen kein Kinderlärm mehr ertönt, dass das eine kalte Gesellschaft ist und eine Gesellschaft, die keine Zukunft hat. Und das ist etwas, was wir unbedingt korrigieren müssen. Wir wollen eine Zukunft, deswegen müssen wir Ja zum Kind sagen. Und ich bin jetzt da nicht nur in volkswirtschaftlichen Kategorien unterwegs. Ich könnte Ihnen jetzt auch viel darüber erzählen, dass das Rentensystem auf tönernen Füßen steht als umlagefinanziertes System, weil man über Jahrzehnte diese demografische Krisenentwicklung, Negativentwicklung, Niedergangsentwicklung durch die etablierte Politik zugelassen hat und so weiter. Darum geht es jetzt erstmal gar nicht.
Ja, es geht darum, dass wir das deutliche Signal senden als Politik, dass Kinderkriegen wird in Thüringen nicht mehr am Geld scheitern. Und das wird die AfD senden, dieses Signal. Und wir sind bereit, Geld dafür in die Hand zu nehmen. Geld ist für alles Mögliche in Thüringen da, was nicht Thüringer Interessen dient. Wir haben ausgelobt, dass wenn wir in Regierungsverantwortung sind, dass es für jedes neugeborene Thüringer Kind 10.000 Euro Kinderbegrüßungsgeld gibt, das auf die Einkommensteuer angerechnet wird. Und wir wollen das tun, was viele von Ihnen vielleicht auch aus der DDR-Zeit kennen. Jungen Familien, die den Wunsch haben, zum ersten Mal Immobilien zu erwerben, ein Darlehen zu geben, das mit der Anzahl der Kinder im Rückzahlungsbetrag immer weniger wird. Ja, nicht alles, was in der DDR existierte, ist schlecht. Oder war schlecht. Das wollen wir übernehmen. Und abschließend. Ja, Geld regelt nicht alles. Wie gesagt, die Politik muss Vorbild sein und die gesamte Gesellschaft muss sich klar werden, was sie will. Ob sie eine warme Gesellschaft sein will oder eine kalte, kinderlose Gesellschaft. Aber ich schaue nach Frankreich, ich sehe dort, dass die Einkommensteuer an der Kinderzahl ausgerichtet ist. Ich sehe andere Staaten, die eine pronatale Politik machen. Ob wir wirklich dann in den Bereich von 2,1 Kindern, also statistisch gesehen, verstehen Sie mich nicht falsch, 2,1 Kinder braucht man, um eine Bevölkerung stabil zu halten. Ob wir wirklich mit diesen Maßnahmen, monetäre Maßnahmen, Steuermaßnahmen etc. in diesen Bereich kommen, weiß ich nicht. Aber wir müssen es versuchen. Wir dürfen nicht länger warten, wir müssen jetzt starten. Wie war der Ablauf der Sendung? Die beiden Moderatoren versuchten, einen möglichst sachlichen, neutralen Eindruck zu erwecken. Sie wirkten, aus meiner Sicht, das ist ihnen gelungen, sie wirkten gebildet. Und normalerweise kommt keiner auf die Idee, oder es erscheint auch gar kein Grund, warum sollten diese Moderatoren täuschen. Sie wirkten so, sie wollen hier eine neutrale Sendung abhalten und sie wollen die Pflichten des Öffentlich-Rechtlichen oder überhaupt des Journalismus, sie wollen sie bestmöglich erfüllen. Sie sind ja hochgradig redlich und so weiter und so fort. Sie haben also die Sendung eingeleitet und auffällig waren, die langen Eingangsstatements. Die Kandidaten wurden alle vorgestellt. Und jetzt war auffällig, dass Bodo Ramelow und Mario Vogt, sie durften lange Eingangsstatements halten. Und vor allem, sie wurden nicht unterbrochen, als sie bestimmte Themenlenkungen betrieben haben. Also zum Beispiel, Bodo Ramelow hat lange über Corona erzählt, über alle möglichen Themen, er wurde nicht unterbrochen. Er redet im Brustton der Überzeugung und hat immer so das Gefühl bei Bodo Ramelow, die Welt ist ungerecht. Und er ist gerecht und er setzt sich für die Gerechtigkeit ein und er ist handlungskräftig. Und so hat er das auch mit Corona geschildert und hat auch geschildert, wie die AfD sich verhalten hätte. Also dass eigentlich ja die AfD den Lockdown gewollt hätte und so weiter und so fort. Also er hat Halbwahrheiten erzählt und ja, auf eine Art und Weise, dass also jemand, der Bodo Ramelow zuhört, der denkt, ja, das ist ja alles gerecht und die Welt ist ungerecht und Bodo Ramelow ist gerecht. Dann, als Björn Höcke zu Wort gekommen ist, also auffällig war die Frage. Es wurde ihm eine Frage gestellt, die der Moderator eigentlich schon selbst beantwortet hat. Sämtliche anderen Parteien haben wiederholt erklärt, keine Koalition, keine gemeinsame Regierung mit der AfD. Ist Ihr Platz also nicht auch in den nächsten 5 Jahren lieber in der Opposition? Also der Moderator hat festgestellt, niemand will mit der AfD koalieren. Und ja, Björn Höcke soll dann also sagen, ja, dass er also in der Opposition sein muss und soll dann also lange erzählen, dass er jetzt in der Opposition ist. Und was der Moderator sofort versucht hat zu verhindern, ist, dass Björn Höcke auf Corona eingeht oder auf die Desinformation, die Ramelow verbreitet hat. Und tatsächlich ist es so, dass die Thüringer AfD eine Sonderrolle hat bei der ganzen AfD in Deutschland. Anfang des Jahres 2020 haben die etablierten Medien Angst erzeugt durch einschlägige Presseberichterstattung. Wir wussten alle nicht, was kommt. Aber bereits im April 2020 legte die Landtagsfraktion der AfD im Thüringer Landtag ein umfassendes Positionspapier vor mit der Kernthese, dass die Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte unverhältnismäßig sind. Und wir haben dieses Thema immer wieder aufgegriffen und wir haben unsere Position durchgehalten. Und heute wissen wir, dass es keine wissenschaftliche Tatsachengrundlage gab, auf der die Regierung der deutschen Länder und des Bundes die Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte exekutiert haben. Was ist Ihre Ansicht dazu, Herr Höcke? Die einzige Partei, die gegengehalten hat, war die AfD. Wir kennen Ihre Ansicht. Komm, ich haben Sie das dazu gesagt? Das ist jetzt Ihre Meinung. Genau, gut. Andere Leute sehen es anders, dass es doch eine wissenschaftliche Grundlage gab. Ist ja das so. Ja. Und auffällig ist hier, also man kann ja nicht sagen, dass Corona unwichtig ist. Also Corona ist extrem wichtig. Und es zeigt sich hier, dass die Moderatoren versucht haben, eine Aufarbeitung um jeden Preis zu verhindern.
Und auch der Moderator hat hier Unwahrheiten erzählt. Also Björn Höcke hat dann erzählt, ja, es, die Maßnahmen der Regierung, sie waren nicht wissenschaftlich. Und er hat dann, der Moderator hat behauptet, es wäre die Meinung von Björn Höcke. Aber tatsächlich, es war nicht die Meinung von Björn Höcke, sondern es hat sich durch die RKI-Files hat gezeigt, dass es eben keine Schwurbler-Meinung war, sondern dass es tatsächlich genauso war. Sie wurde durch die RKI-Files komplett bestätigt. Jedenfalls wurde Björn Höcke harsch unterbrochen. Nachdem ihm wurde eine halbe Minute zugestanden, weil das konnte man anscheinend nicht. Der Moderator hat dann auch gesehen. Bodo Ramelow hat was dazu gesagt, dann muss Björn Höcke dazu auch was sagen können. Aber auch als da dann um die Aufarbeitung ging, also als dann Björn Höcke erklärt hat, die Maßnahmen, sie waren falsch, dann wurde er harsch angegangen und wurde gesagt, ja, das ist jetzt Ihre Meinung. Und natürlich suggerieren, dass es eine falsche Meinung ist. Obwohl es tatsächlich die Wahrheit ist. Das heißt, dieser Moderator hat hier in vollem Bewusstsein Björn Höcke abgewürgt und die Öffentlichkeit getäuscht. Oder man kann auch sagen, die Öffentlichkeit belogen. Eine weitere Unverschämtheit des Moderators war, in der Frage zu behaupten, die AfD hätte mit 30% ihr absolutes Maximum erreicht. Also mehr sei nicht denkbar. Und aus meiner Sicht, sich sowas herauszunehmen, also der Moderator hat das so ganz sachlich erklärt, hat noch nebenbei festgestellt, es will keiner mit der AfD koalieren. Und aus meiner Sicht, da hätte Björn Höcke noch drauf eingehen können. Aber wichtig ist, also natürlich im Nachhinein, ich habe mir die Sendung jetzt ein paar Mal angeguckt. Und jedes Mal, als ich es mir angeguckt habe, ist mir mehr aufgefallen, wie satanisch oder wie bösartig diese Moderatoren, wie sie die Öffentlichkeit getäuscht haben und wie bösartig diese Fragen waren. Und natürlich, je öfter man sich das anguckt, desto mehr fällt einem ein, was man dazu sagen kann. Und mir ist das am Anfang auch nicht so ganz, oder mir ist es natürlich irgendwie aufgefallen, aber ich denke, vielen geht es so, das fällt irgendwie, es ist irgendwie unangenehm, aber es rauscht so vorbei. Und wenn man sich dann näher damit beschäftigt, dann wird einem das volle Ausmaß bewusst. Das Problem bei der AfD, bei den AfD-Vertretern ist, dass sie das nur einmal so am Rande gucken und denken, ja, das ist irgendwie blöd, die Medien. Aber sie befassen sich nicht intensiv genug damit, um zu merken, wie schlimm das ist und vor allen Dingen, was sie auch hätten machen können. Und hier bei dieser 30% Anmerkung von dem Moderator, da hat man den Moderator zum Glück, also Björn Höcke aus meiner Sicht, er hat danach ja die Medien angegriffen, was ganz wichtig war, ganz wichtig war. Und sie auch gestellt, aber auch schon hier, also am Anfang, auch hier hätte er das nicht übergehen müssen, sollte er sich hier an diesen 30% festkrallen können und hätte feststellen können, dass die AfD bei der Politik der Altparteien, dass selbstverständlich alle AfD wählen können, nicht nur 30%, sondern dass das Maximum alle sind in ganz Deutschland, vor allem bei der Politik der Altparteien. Oder es eigentlich zwangsläufig ist, dass alle AfD wählen, wenn sie ihre Interessen verfolgen wollen. Und das würde genauso gut für Migranten auch gelten. Sie alle könnten AfD wählen. Also die jetzige Massenzuwanderung, sie ist auch nicht im Sinn derjenigen, die jetzt zugewandert sind. Also die Art und Weise, wie diese Massenmigration stattgefunden hat. Und er kann sich dann daran festbeißen, wie kommt der Moderator dazu zu behaupten, 30% sei das Maximum für die AfD. Da ist ganz eindeutig eine Wertung drin. Und er sagt das dann so, er sagt nicht, sie wollen, weil das ist eine Unterstellung, sondern er stellt fest, dass 30% das Maximum sind, dass es eine Wertung beinhaltet. Und dass ihm das als Moderator nicht zusteht, so eine Bewertung vorzunehmen. Weil darin die Behauptung steckt, die AfD, sie hätte niedrige Qualität und durch die niedrige Qualität sei sie für einen Großteil der Wähler nicht wählbar. Also sei es ausgeschlossen, dass die Leute sie wählen würden. Der Plan der Moderatoren war es anscheinend, Björn Höcke am Anfang zu zerstören, auch mit dem Ziel, das Vorgehen des Verfassungsschutzes gegen die AfD zu rechtfertigen. Und sie hatten anscheinend Täuschungspanik. Also Björn Höcke sollte auf jeden Fall vernichtet werden. Jetzt kommt eine weitere Frage, wo eigentlich die Antwort auch schon wieder drin steckt. Oder wo eigentlich auch in der Folge klar wird, dass der Moderator eine Antwort, außer der, dass Björn Höcke sagt, er ist rechtsextrem, er ist unmöglich, gar nicht toleriert hat. Der Moderator hat also gefragt, dass die AfD ja eine ganz andere Gesellschaft wolle und hat dann ein Zitat von Björn Höcke vorgelesen. Und als dann Björn Höcke sich zu dem Zitat erklärt hat, ist also der Moderator immer eingeschritten und hat erklärt, ja, Sie haben es doch so gemeint. Und Björn Höcke sagt dann am Ende, ja, Sie wollen jetzt mir sagen, was ich wie meine. Sie wissen, was ich meine. Sie wollen mir also hinter die Stirn gucken. Sie wissen besser, was ich meine als ich. Nein, ich will nur fest, dass Sie nicht auf das eingehen. Und man muss sich mal vorstellen,
was das, also was für ein Wahnsinn das ist. Also Björn Höcke erklärt, er hat das so und so gemeint und das wird dann gar nicht toleriert, sondern es wird dann dieses Hitlerbild aufgebaut und wenn jetzt Björn Höcke dem Hitlerbild nicht entspricht, dann wird dann gesagt, ja, Sie, jetzt sagen Sie ja gar nicht, dass Sie Hitler sind, Sie lügen ja. Also das ist völlig verrückt. Also wenn jetzt beispielsweise jetzt in der Ukraine irgendwelche Rechtsextremen die Nazi-Armbänder tragen und ganz offen sagen, wir wollen jetzt das und das, oder die russischen Soldaten sind Orks und so weiter und so fort. Also man schwarz auf weiß an vielen Beispielen sehen kann, dass die Ukraine ein Nazi-Staat ist. Also ein Nazi-Staat ist ein Staat, der rechtsextreme Bestrebungen unterstützt oder toleriert. Also es ist ganz eindeutig in der Ukraine, womit sich die AfD übrigens auch mehr auseinandersetzen müsste. Aber viele in der AfD machen den Fehler, dass sie denken, die Öffentlich-Rechtlichen, überhaupt die großen Medien, sie seien eine Informationsgrundlage, aufgrund der man sich eine Meinung bilden kann. Also das steckt in den AfD-Leuten immer noch drin. Und sie denken auch zum Beispiel, viele denken tatsächlich noch die NZZ, also die Neue Zürcher Zeitung, sie wäre noch konservativ. Also das ist das Problem. Also jedenfalls wird der Rechtsextremismus oder das Nazitum in der Ukraine vollkommen ignoriert. Und Björn Höcke wird dann erklärt, er ist Hitler. Und wenn Björn Höcke sagt, er ist gar nicht Hitler, er möchte gar nicht alle Ausländer umbringen oder eine andere Gesellschaft und so weiter, sondern dann lügt er. Und das Gute war, dass die Moderatoren, anscheinend hatten sie so eine Torschusspanik, dass sie unbedingt Björn Höcke stellen wollten, in Anführungszeichen. Und dann mit einer Unverschämtheit nach der anderen kam. Und Björn Höcke das dann direkt aufgreifen konnte und zeigen konnte, dass es unfair ist, was sie hier machen. Und aus meiner Sicht, das gab es noch nie. Und diese Sendung ist vielleicht, man denkt ja öfters mal, dass es ein Wendepunkt ist. Aber hier sind die Moderatoren gescheitert, Björn Höcke zu stellen. Und im Gegenteil haben sie einen Schaden abbekommen. Also dieses Rechtsextremismus-Framing, es ist nicht glaubwürdig. Und ja, also aus meiner Sicht, natürlich, man kann im Nachhinein immer noch sagen, es ist natürlich noch viel mehr möglich. Aber das ist natürlich, wenn man das im Nachhinein sieht und man natürlich dann die ganzen Fragen genau seziert, was die gesagt haben, dann ist natürlich klar, dass man die Moderatoren noch viel mehr stellen hätte können, dass man sie in der Luft hätte zerreißen können. Man hätte sie so, für das, was sie in der Sendung gemacht haben, hätte man sie so blamieren können, dass sie eigentlich wahrscheinlich, ja, dass sie dann verzweifelt, also ins Stottern kommen und gar nicht mehr wissen, was sie sagen können. Also so hätte man die hier greifen können, indem man darauf beharrt und sie nicht entlässt. Und der Trick ist ja immer, dass immer diese Moderatoren oder auch Mario Vogt, sie versuchen immer so eine Art Verschwommenheit herzustellen, dass dann Mario Vogt sagen kann, jetzt weint wieder Björn Höcke herum, jetzt sagt er die böse Presse, dabei ist doch die Presse neutral, dass sie immer versuchen, da wieder so rauszulavieren. Und das Entscheidende ist, dass die AfD-Vertreter am besten mit aktuellen Beispielen aus der Sendung oder mit vergangenen Beispielen die Moderatoren greifen und sie da nicht rauslassen. Sie da nicht mit irgendwie mit der Ausrede da rauskommen können und das dann so verschwommen ist und die Leute dann denken, ja, es passt schon irgendwie. Ich habe es jetzt alles nicht ganz genau verstanden, aber wenn die Journalisten, die machen schon ihre Arbeit und die Altparteien sind dann schon im Recht und die AfD, da wird schon was nicht stimmen, wird dann schon passen. Wenn man hart bleibt und knallhart drauf bleibt und da immer die Eskalation auch sucht, also man nicht dann versucht, ja gut, jetzt machen wir hier weiter, sondern man da die Fairness einfordert und man bei den Beispielen knallhart bleibt, man unangenehm ist, das führt dann auch dazu, dass die Moderatoren und dass die Altparteien Respekt bekommen. Und dass sie sehen, so geht's nicht, so können wir es nicht machen. Weil das Schlimme ist ja, dass diese Lügen und diese Täuschung auch deshalb funktioniert, weil, also es geht mir auch so, ich bin auch harmoniebedürftig, dass die Konservativen so tendenziell ein gutes Auskommen suchen, Harmonie suchen. Und das ist aber bei diesen Leuten genau der Fehler, weil das sehen diese Leute als Schwäche und sehen es dann so, dass wenn man nicht ihnen unangenehm, ihnen die Hose runterzieht in der Öffentlichkeit, sondern man versucht, ein gutes Auskommen herzustellen, dann sehen das als Schwäche, dass sie es machen können. Und es geht dann immer zu Lasten der AfD. Wir müssen uns daran erinnern, Björn Höcke wird hier als Hitler dargestellt. Und auch natürlich, das gilt nicht nur für die Medien, sondern natürlich auch für Ramelow, der hier dreist irgendwelche Lügengeschichten erzählt. Also zum Beispiel, es geht ja auch schon beim Klima, geht es auch schon mal, dass er behauptet, die Extremwetterereignisse seien durch die Erwärmung gestiegen. Ein aus meiner Sicht unglaublich ekelhafter Hetzer, Jörg Kachelmann,
der erklärt auch, ja, das mit den Extremwetterereignissen, das stimmt nicht. Also selbst solche Leute, das ist nicht haltbar. Und auch mit Corona, was er da zur AfD erzählt hat, oder auch zur Landtagswahl in Thüringen mit Kemmerich. Also dass hier Bodo Ramelow es ernsthaft versucht so hinzustellen, dass das, was die AfD gemacht hat, dass sie Kemmerich gewählt hat, dass das ja demokratiefeindlich sei. Wichtig war auch aus meiner Sicht, dass Björn Höcke Themenlenkung betrieben hat und sich dann nicht von den Moderatoren und diese Themenlenkung auch verfolgt hat. Und wenn die Moderatoren versucht haben, ihn zu unterbrechen, ihn abzuwürgen, dann festgestellt haben, dass es nicht fair ist und dann darauf verwiesen hat, dass Bodo Ramelow oder Bodo Vogt sie auch lange reden dürfen. Und hier hätte man vielleicht noch deutlicher herausstellen können, Bodo Ramelow macht eine Themenlenkung auf Corona und er darf dann eine halbe Minute nur erwidern. Und überhaupt hätte man in den Mittelpunkt stellen können, dass die Aufarbeitung von Corona, dass die in der Sendung überhaupt nicht stattgefunden hat. So als wäre es nicht wichtig gewesen. Als wäre die Corona-Zeit nicht wichtig und als hätte sie auch keine gravierenden Folgen für Thüringen. Weil natürlich sind natürlich ganz viele Leute, ganz viele Selbstständige sind durch die Corona-Politik pleite gegangen. Und es hatte riesige Auswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt tun die Moderatoren so, als sei das Thema vollkommen abgehakt. Und es sei jetzt also eine unzulässige Themenlenkung, über Corona zu reden. Es war auch immer der Trick, das hat auch Björn Höcke darauf hingewiesen. Und was man vielleicht noch hätte deutlicher machen können. Der Trick ist, dass die Moderatoren immer versucht haben, die Vergangenheit außen vor zu lassen, sondern eine verengte Frage gestellt haben. Also Björn Höcke, was machen Sie jetzt? Und wenn dann Björn Höcke auf die Vergangenheit verweist, wie die CDU die Energiepolitik betrieben hat, dann wird immer so getan, das spielt jetzt ja gar keine Rolle. Und natürlich spielt es eine Rolle. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, das festzustellen, weil natürlich, das hätte man vielleicht auch noch deutlich machen können, aber er hat es schon sehr deutlich gemacht, dass natürlich das Handeln der Vergangenheit der Parteien deutlich macht, die hängen ihre Fahnen in den Wind. Jetzt sagen sie, sie machen es so, aber wenn dann die Medien in den Medien wieder einfällt, jetzt eine neue Sau durchs Dorf zu jagen, dann machen sie es wieder anders, auch mit dem Verbrennungsmotor. Aus meiner Sicht ist es schlimm, dass tatsächlich 42% Bodo Ramelow wählen wollen. Und weil es wirklich, also wenn man sich allein schon den Verfassungsschutz anguckt in Thüringen, das ist aus meiner Sicht wirklich das Allerschlimmste. Und dass 42% der Leute so jemanden wählen wollen, also das lässt einen schon verzweifeln aus meiner Sicht. Und das lässt einen überhaupt auch an Deutschland zweifeln, dass das Land hier eine Zukunft hat. Aber natürlich, man steht da Tropfen mit den Steinen. Und am wichtigsten ist es vielleicht auch erstmal, Klarheit zu schaffen. Auch für uns selbst, wie die Lage hier ist. Und aber aus meiner Sicht, ja, also man kann natürlich hoffen jetzt, dass im Osten, dass das nochmal einen Stein ins Rollen bringt. Aber ich würde eher schauen, das Land zu verlassen. In Folge noch ein paar Dinge, die Björn Höcke hätte anders machen können, aus meiner Sicht. Wobei das keine Kritik sein soll, dass es schlecht ist, sondern natürlich im Nachhinein fallen einem natürlich noch Dinge ein. Und zwar hat er erklärt, der oder diejenigen hätten nicht verstanden, wie Demokratie funktioniert. Aus meiner Sicht ist es besser zu sagen, es ist undemokratisch. Weil zu behaupten, dass jemand was nicht verstanden hat, ist eine Unterstellung. Und tatsächlich wirkt es auch entschuldigend. Also sie haben es ja nur gemacht, weil sie es nicht verstanden haben. Tatsächlich haben aber die Leute es genau verstanden, haben sich wissentlich nicht dran gehalten, was viel schlimmer ist. Und aus meiner Sicht ist es dann auch sinnvoll, diesen Sachverhalt so zu beschreiben. Es wirkt entschuldigend und im Zweifel auch naiv, wenn man sagt, jemand hat was nicht verstanden. Weil dann natürlich deutlich wird, oder dann wird nicht deutlich, dass diejenigen ja also eigentlich verbrecherisch handeln. Und man das gar nicht bemerkt, dass sie verbrecherisch handeln, wenn man sagt, man hat was nicht verstanden. Dann eine Kleinigkeit ist, aus meiner Sicht, dass man immer hard framed oder auch seinen Standpunkt deutlich macht. Und zwar nicht nur einmal, sondern eigentlich permanent. Und zum Beispiel, so machen das ja auch Bodo Ramelow oder sie machen das die anderen, indem sie immer behaupten, die AfD ist undemokratisch. Und das feuern sie dauernd rein. Und wenn jetzt beispielsweise Bodo Ramelow erklärt, die demokratischen Parteien können dann die Regierung aushandeln, dann könnte Björn Höcke so eine Bemerkung einwerfen wie, also nur die AfD. Also dann ist klar, also nur die AfD ist demokratisch, was tatsächlich auch so ist. Und wichtig ist, dass er diesen Frame klar platziert. Und dann steht das Frame gegen Frame. Dann heißt dann, sagen Bodo Ramelow, die Medien sagen, die AfD ist undemokratisch und Björn Höcke sagt aber, wir sind demokratisch und die anderen sind undemokratisch. Auch ganz wichtig, dass die anderen undemokratisch sind, diesen Frame entschlossen und hart zu bringen und sagen, wir sind demokratisch. Und dann ist nämlich, das Problem für den Zuschauer ist dann, dass dann ein Konflikt herrscht. Also es sind dann klar zwei Meinungen.
die AfD ist undemokratisch, die anderen sind demokratisch. Und der zweite Frame ist, die anderen sind undemokratisch und die AfD ist demokratisch. Und dann setzt sich nämlich der Zuschauer damit auseinander. Dann fängt der Zuschauer nachzudenken, was stimmt denn jetzt? Und die Fakten sprechen ja für die AfD. Und in dem Moment gewinnt dann Björn Höcke, weil natürlich sobald die Leute anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert, das zu reflektieren, zu hinterfragen, dann, wenn man schon das erreicht, indem man diesen Konflikt auslöst, dann hat man schon gewonnen. Weil natürlich klar wird, wenn dann die Leute hinterfragen oder es dann ins Detail geht, dann wird es immer deutlicher, die AfD ist demokratisch, die anderen sind undemokratisch. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.